So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch bereit. Serbi Furcht zieht er immer noch. So, willkommen zu einer neuen Folge. Wieso mache ich? Ich hätte ja einfach weiterreden können. So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Da ist der Hannes, der spielt heute Papagei, aber nicht, weil er alles nachsagt, sondern weil er auf meiner Schulter sitzt, wie man sieht. Und der hat mir doch was Tolles mitgebracht. Wer das Video gesehen hat, hat ja gesehen, was er alles mitgebracht hat. Und weil er so viel mitgebracht hat, müssen wir auch viel testen. Kennt ihr die Firma 4Bro? Irgendwie erinnert mich das immer an Matt Riddle, ne? Bro. Und die Firma 4Bro, keine Ahnung, was das ist. Gibt's wahrscheinlich auch irgendwie im App Store und bei Google Play, müsst ihr mal gucken. Hat hier so verschiedene Snacks. Wir haben einmal hier den Kollegen 4Bro Brogy Balls Sucuk Geschmack. Nachdem wir die Capital Bra Pizza getestet hatten mit Sucuk und ich sage, okay, Sucuk hat so einen eigenen Geschmack, das muss man mögen, ansonsten findet man das vielleicht zu aufdringlich. Ich lasse mich schon wieder selbst ablenken von allen anderen Sachen. Gut. Sucuk, genau, aber Sucuk als Snacks zum Essen, so ein bisschen nebenbei, ist vielleicht eine gute Sache. Aber es gibt nicht nur 4Bro Brogy Balls Sucuk, es gibt natürlich auch, müssen nach hier rüber gucken, 4Bro Brogy Balls Salsa. Yeah, sieht das nicht gut aus? Salsa ist auf jeden Fall jetzt nichts komplett an den Haaren herbeigezogenes, dürfte also auch eine gute Sorte sein. Darauf freue ich mich besonders. Das sind nämlich die Brogy Balls Cheese Jalapeno, also Käsebällchen mit Schaf. Aber das ist ein Hannes seine Lieblingssorte schon jetzt, glaube ich. Er kennt die Auto nicht, er hat die nur mitgebracht. Also, sind wir mal gespannt. Wir haben noch die 4Bro Brogy Balls Bubblegum. Also Käsebällchen mit Kaugummi-Geschmack. Wobei die in dem Moment ja dann eben nicht nach Käse schmecken. Das sind ja nur, weil die halt rund sind, wie Käsebällchen, aber halt Bubblegum-Geschmack, irgendwas. Ich leg das mal kurz dahin für das Thumbnail. Muss ich dir immer irgendwie so machen? Weiß ich nicht, ob das passt oder ob das nicht passt. Brogy Balls, irgendwas. Pack mal so hin, lass mal so liegen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Mit was möchtest du denn anfangen? Was heißt denn von Sucuk? Mach mal Sucuk, genau. Sucuk. Weil Salsa und Jalapeño ist ja wie gesagt fast normales Sorten Sucuk, was außergewöhnlich ist. Deswegen das zum Anfang und Bubblegum als letztes. Du sagst Sucuk, wir machen das mal auf. So. Einmal riechen bitte. Nein, ich hab aber. Riecht nach Käsebällchen, nur ohne Käse. Ich tu mir mal zwei in den Mund. Mit Sucuk-Geschmack, also. Ich finde jetzt nicht, dass die schmecken wie die Capital Bra Pizza. Ich habe einen komischen Geschmack, den ich nicht zuordnen kann. Und am Ende ist es etwas scharf. Leicht, Es ja. ist also würzig. Das bringt es auf jeden Fall mit. Jetzt mit verbundenen Augen hätte ich nicht erkannt, dass das Sucuk sein soll vom Geschmack her. Schmeckt dir trotzdem? Ja, hat was. Ja, das war's, was du nochmal kaufen würdest? Doch, ja. Ja klar, ich nehme alles, guck. Also, Sucuk ist okay, da weiß ich jetzt schon, die Tüte kann der Hannes essen, ne? Während ich dann mit meinem Bubblegum dort sitze, da kommt man sich nicht in die Quere. Ich kann ja noch mal zwei. Immer. Ja, gern. Irgendwie hast du eine Pfeffernote so. Also diese Schafe kommen mir vor wie Pfeffer. Obwohl Sucuk ist ja eher so eine Knoblauchwurst. Mir kommt das aber nicht vor wie Knoblauch, eher wie Pfeffer. Das hat so eine Pfefferschärfe. So. Steht da überhaupt was drauf? Da ist doch immer irgendwas. Maisnack mit türkischem Wurstgeschmack. Es wird halt einfach als türkische Wurst fertig. Jetzt wisst ihr genau, was es ist.
Hier, hätten sie es doch so draufgeschrieben, Brochi Balls, türkische Wurstgeschmack. Hätte jeder genau gewusst, was es ist. Wir kommen mal von Sucuk zu Salsa. Salsa. Maisleck mit Salsa-Geschmack. Wow. Ohne groß gefaxe, einfach das, was draufsteht, was drin ist. Riecht auf jeden Fall ja wie Lecho. Richtig gutes Lecho, richtig wunderbar. Vom Geruch her sehr gut. Also Geruch sehr gut, sagt er. Und Geschmack. Ich mag den Geruch, ja. Ich finde, es riecht besser, als es schmeckt. Also es riecht intensiver. Der Geruch ist richtig Bombe. Wie gesagt, riecht wie Lecho. Aber Lecho riecht und schmeckt meiner Meinung nach so gleich. Hier habe ich voll den Geruch und denke, wow. Aber Geschmack, finde ich, ist etwas wenig. Merkst du kaum, keine Ahnung. Riecht wirklich Bombe. Geschmacklich ist das, weiß ich nicht, sehr unscheinbar. Enttäuschung. Enttäuschend. Ja, fängst an zu kauen und dann ist der Geschmack im Prinzip direkt auch schon wieder weg, sodass du. Ja. Salsa hätte ich mehr erwartet. Komm, Salsa, es wird doch nicht so schwer sein, da so einen prächtigen Salsa-Geschmack hinzuzimmern. Fand ich sogar Sucuk noch besser, weil das hat diese scharfe Pfeffernote gehabt, die wenigstens präsent war. Ja? Cheese. Jalapeno. Also das sind dann mal wirklich Käsebällchen, müsste man sagen. Mit Käse-Jalapeno-Geschmack. Und zusätzlich noch scharf. Das ist also eine verbesserte Version von Käsebällchen. Aber wenn die Käsebällchen nur käsig riechen, aber gar nicht nach Käse schmecken, haben wir wieder das nächste Problem. Oder da bin ich gespannt drauf, ohne Spannung auf die. Okay. Leichte Jalapeno-Geruch. Also ja, Geruch von Jalapenos ist auch mehr da. Ich finde, das riecht wie dieser exquiser Meerrettich-Frischkäse. Aber das ist ja okay. Das wäre ja dann trotzdem was Scharfes sozusagen, was Geschmack mitbringen. Muss ich gleich noch mal reingreifen. Nochmal zwei. Also ich finde, die sind eigentlich ordentlich. Ja. Es hat für mich, wenn ich da probiere, irgendwie so eine Art Butternote am Anfang. Ich denke da, ich beiße in ein frisches Butterbrot. Dann hat es aber so eine Käseattitüde. Es kommt ein bisschen Schärfe bei. Ja. Ist trotzdem, dafür, dass es Jalapeno sein soll mit bei, finde ich, dass es halt jetzt nicht scharf genug ist. Da hätte ruhig mehr gehen können. Ich finde, die Sucuk durch diese Pfeffernote sind viel präsenter in der Schärfe her als das. Wenn du die Augen ganz, ganz weit zudrückst, ganz tief zudrückst, zukneifst, könntest du auch denken, das sind normale Käsebällchen mit nicht so aufdringlichen Käsegeschmack. Also für Käse Jalapeno hätten die ruhig feuriger sein müssen. Ansonsten schmeckt relativ normale Sorte, die man so gerne snacken kann. Ich würde die sogar auf Platz 2 setzen. Wenn Salsa bisher, nee, Salsa kann nix. Sucuk, einfach nur pfeffert dir alles weg. Das ist eher so normal. Also findest du Sucuk am besten? Ja. Oh, ja, ich du bist der Salsa-Boy, ich hab's gewusst. Ja, Salsa. Von Salsa erwarte ich mehr. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Na, wir haben ja noch Bubblegum. Da steht nämlich hinten einfach mit Kaugummi-Geschmack, okay? Dann probieren wir mal Kaugummi-Geschmack und im Endeffekt ist das jetzt das Schärfste, weil Kaugummi ja scharf ist. Boah, bitteschön. Also der Geruch ist auf jeden Fall authentisch. Genauso riecht's, wenn jemand neben euch steht und die ganze Zeit und ihr denkt, ah, Kaugummi, ja? Diesen Tussi Fruit oder irgendwas. Buba, buba. Riecht richtig
Heftig, die sehen auch alle leicht rosa aus. Seht ihr so vielleicht nicht, aber was für eine Kombination. Ja, das ist ja jetzt eindeutig hier. Das haben sie doch geklaut. Da ist noch keiner drauf gekommen, das einfach Bubblegum zu nennen. Wie viel schmeckt das? Ziemlich süßlich, aber. Aber irgendwie wie Bum Bum. Da gab es immer mal hier diesen Puffreis auch. Diesen bunten. Ja, genau, richtig. Die Tüten mit dem ganz bunten verschiedenen Puffreis stimmt, drin, genau, was ihr immer so mit der Zunge zerschnalzen konnte. Das hat auch irgendwie genau denselben Geschmack gehabt. Ja. Nur da stand nie was von Kaugummi-Geschmack drauf. Aber das hat diesen süßen chemischen Geschmack. Also, wer gerne Puffreis mag, isst. Der kann sich aber so eine Tüte gönnen, ne? Sieht dann halt anders aus, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Kann man als Geschenk gerne mal mitbringen auf der nächsten Party. Guck mal hier, Bubblegum, ne? Ist eine coole Sache, ist eine außergewöhnliche Sorte. Hm. Ist auch nichts, wo man sagt, boah, ist das räudig, weil den Puffreis, wie auch immer, haben auch so viele Leute, das ist so beliebt gewesen. Jeder hat das gegessen. Habt ihr schon mal Puffreis gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hm. Ansonsten eine ganze Tüte auf einmal würde ich jetzt nicht unbedingt davon essen. Aber geht mir der Geschmack. Ja. Ich glaube, am geschmackvollsten an sich fand ich trotzdem diese Cheese Jalapeno, auch wenn die hätten schärfer sein können. Und wenn ihr wirklich was spicy haben wollt, dann vielleicht die Sucuk mit der Pfeffernote knallen die rein. Was war deine Lieblingssorte jetzt nun? Ich würde aber jetzt auch sagen, ja. So zwischen Sucuk und Cheese Jalapenos, das sind die zwei besten von denen, fand ich jetzt auch. Keiner mag Salsa. Salsa hat verloren. Salsa ist raus. Salsa kann gestrichen werden. Vielleicht bringen die irgendwann aber nochmal andere Sachen raus. Ja, Pupsi hat auch was gesagt, dass es von 4Bro auch irgendwie Teesorten gibt. 4Bro-Tees. Ja, gibt's auch. Und jetzt habt ihr hier diese Snacks. Vielleicht gibt es das auch als Sucuk-Tee oder irgendwas. Was haben die da für Sorten? Können wir mal abchecken, ob wir da was sehen. Wisst ihr, wir testen alles, wenn wir was sehen, immer her damit. Ansonsten googelt mal danach und guckt mal in eurem Play Store irgendwie Apps an von dem Zeug. Ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, was das überhaupt alles sein soll. Hier steht irgendwas mit Shisha Bar, Gaming, Trikot-Sponsoring für den Verein. Also, das ist für mich immer noch ein Rätsel, was 4Bro an sich. Das ist mehr als nur Snacken, ja. 4Bro ist Lifestyle, Bruder. Danke auf jeden Fall, Hannes, für das Geschenk. Bitte, bitte. Wir werden heute bestimmt abends beim zweiten Teil von WrestleMania ein paar Sachen knuspern. Am besten, du nimmst eine Riesenschüssel, tust alle Tüten mit einmal rein. Und wenn du dann reingreifst im Dunkeln, weißt du nicht, welchen Geschmack du hast. Das ist die beste Idee. Hot Challenge steht noch aus. Müssen wir vielleicht dann am Montag machen. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Ne? Ciao. Der Papagei.